Hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute wollte ich mit euch gemeinsam nochmal mein Glück versuchen und eine weitere Stickerbox von dem Film Tini Violettas Zukunft auspacken. Und ich würde sagen, wir fangen dann auch gleich schon mal an. Und so sieht die Box einmal aus. Ich zeige sie euch einfach mal kurz im Schnelldurchlauf, da ihr sie wahrscheinlich schon das letzte Mal gesehen habt. Und uns fehlt nur noch ein Sticker, und zwar ist das der Sticker 59, und das ist ein Glitzersticker, und ich hoffe einfach, dass wir das in dieser Box hier finden werden, weil ansonsten weiß ich nicht, ob ich mir nochmal eine Box holen soll, da es sonst eine sehr lange Suche ist. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es den Sticker überhaupt gibt, da er ja schon so lange fehlt, und ich weiß auch gar nicht, ob man überhaupt nochmal wieder so einen Sticker kaufen kann. Da es jetzt die einzigste Box bzw. die einzigen Sticker waren, die ich gesehen habe. Und so sehen die Stickertüten einmal aus. Ich würde sagen, wir starten noch direkt mit der ersten Stickertüte. Und als erstes haben wir einmal Violetta und Angie. Dann haben wir einmal Violetta am Strand. Leon und Ludmila. Dann haben wir hier einmal Melanie. Violetta am Hafen. Dann machen wir auch schon weiter mit der nächsten Tüte. Und hier haben wir einmal Violetta und Caio. Dann haben wir hier noch einmal Violetta und Caio. Dann haben wir hier einmal Rocco. Und dann haben wir Miranda. Und ich weiß nicht, ob das Raoul oder Saul ist. Da habe ich den Film leider schon lange nicht mehr gesehen. Dann haben wir hier einmal Angie. Und dann haben wir hier noch einmal Eloisa. Und Violetta und Caio, beziehungsweise Yatini eigentlich. Ich habe jetzt doch nochmal etwas Licht angemacht, da es, glaube ich, doch schon etwas dunkel ist. Und ich teste das jetzt einfach mal aus, ob das besser ist. Gucken wir schon viel besser, auch mit dem Fokus. Hier haben wir wieder einmal Ludmila und Leon, Melanie, Violetta und noch einmal Violetta und Leon. Dann haben wir hier als nächstes einmal Violetta und Caio, noch einmal Violetta und Caio, Violetta und Ludmila und Melanie und Leon. Und dann haben wir hier noch einmal Violetta. Auf diesem Sticker haben wir einmal Melanie und Leon im Studio. Dann haben wir hier einmal Caio. Hier haben wir einmal Raoul und Saul. Dann haben wir hier einmal Eloisa und Violetta und Leon. Und hier haben wir unseren ersten Glitzersticker für heute. Das ist allerdings die 41 mit Rocco, die haben wir leider schon. Dann haben wir nochmal Violetta und Caio, Raoul und Saul, Ludmila. Noch einen Glitzersticker mit Violetta. Auch den hatten wir ja schon. Hier hatten wir einfach zwei Sticker drin. Leider natürlich welche, die wir schon haben. Aber wir haben ja noch ein paar Packungen. Hier haben wir einmal wieder Raoul und Saul. Rocco, Raoul oder Saul und Miranda. Hier haben wir nochmal Miranda und Violetta. Und hier haben wir einmal Raoul und Saul und Eloisa. Und hier haben wir einmal Hermann, Isabella und Violetta. Beziehungsweise hier ab dort eigentlich Tini. Dann machen wir weiter mit Violetta und Caio. Angie, die TV-Moderatorin. Dann haben wir hier Raoul und Saul, Ludmila. Dann machen wir mit Violetta auf der Bühne. Dann haben wir hier einmal Raoul oder Saul und Violetta beim Abendessen. Dann haben wir hier einmal Rocco, Violetta und Eloisa auf dem Boot. Und dann haben wir hier einmal Miranda und
Raoul oder Saul. Ja, ein bisschen peinlich vielleicht, aber ich kann die nicht auseinanderhalten. Obwohl die sich nicht so wirklich wie eigeneilige Zwillinge ähnlich sehen, aber schon irgendwie zum Verwechseln ähnlich, obwohl sie eigentlich anders aussehen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, und dann auch noch so ähnliche Namen. Dann haben wir hier einmal Violetta auf dem Segelschiff. Dann haben wir hier einmal Maria, Violettas Mutter, mit Violetta in der Wiege. Dann haben wir hier einmal Melanie, Violetta und Angie, noch einmal Violetta. Dann haben wir hier nochmal alle drei auf dem Boot, Raoul und Saul. Noch einmal. Dann haben wir hier einmal Rocco, Angie und Hermann. Dann machen wir weiter mit Violetta und Leon. Mit Ludmila und Leon. Ludmila. Dann haben wir hier einmal Violetta und Miranda. Stimmt gar nicht. Luisa. Jetzt komme ich hier ganz durch den Tüdel. Dann haben wir hier einmal Violetta und Caio. Rocco. Oh, hier habe ich schon einen Glitzersticker gesehen. Hoffentlich ist es der fehlende. Hier haben wir einmal Violetta, Caio, Leon und hier haben wir einmal Violetta. Den haben wir leider schon, den Glitzersticker. Dann haben wir hier nochmal Violetta und Caio. Und hier glitzert es schon wieder. Ich bin ja mal gespannt. Hier haben wir als erstes Violetta. Dann haben wir hier Caio. Leider haben wir den schon. Und dann haben wir hier noch einmal die beiden im Zimmer, Violetta. Und dann haben wir hier einmal Eloisa. Hier haben wir alle auf dem Klavier, beziehungsweise mit dem Klavier. Und dann haben wir hier noch einmal Violetta. Machen wir weiter mit Leon. Dann haben wir hier Melanie, Violetta. Caio, noch einmal Violetta und hier haben wir Eloisa und Leon. Als erstes haben wir hier einmal Saul und Raoul und hier glitzert es auch schon wieder. Violetta und Angie, Violetta und Caio und nochmal Violetta und Caio als Glitzersticker, den haben wir leider schon. Dann haben wir hier einmal Violetta beim Mittagessen zum Geburtstag. Hier haben wir einmal Melanie und Leon. Eine Moderatorin, Violetta und Hermann, noch einmal Violetta und Hermann und Angie. Machen wir weiter mit Leon, Caio, Violetta und Caio, einmal die Fans von Violetta, noch einmal Violetta mit Raoul und Saul und Leon. Dann haben wir hier Hermann und Violetta, noch einmal die beiden, dann haben wir hier Violetta, Caio, Violetta und Leon. Und hier glitzert es, glaube ich, schon wieder. Dann haben wir hier wieder die drei auf dem Boot. Alle Mann mit dem Klavier. Und hier haben wir einen Glitzersticker von Violetta und Rocco. 143. Den haben wir, glaube ich, sogar schon. Und dann haben wir, natürlich haben wir den schon, wir sind auf der Suche nach dem letzten Sticker, Ludmila. Und Angie. Dann haben wir hier einmal Raoul und Saul. Und noch ein Glitzersticker. Hier haben wir einmal Caio und Violetta. Haben wir leider auch schon. Angie und Hermann. Dann machen wir weiter mit Violetta auf der Geburtstagsfeier. Hier haben wir einmal die beiden Boote. Dann haben wir einen Glitzersticker von Eloisa. Den haben wir leider auch schon. Und hier haben wir noch einmal Eloisa und Rocco. Violetta und Caio. Hier glitzert es auch gleich schon. Und da haben wir den doppelten direkt mal wieder erwischt. Ein doppelter Glitzersticker, den wir eh schon haben. Hier haben wir die beiden noch einmal auf dem Boot. Rocco mit dem Violetta-Schild. Violetta. Noch einmal. Dann machen wir weiter mit Leon. Wieder den Violetta-Fan. Dann haben wir hier Violetta. Violetta und Hermann. Noch einmal Violetta. Dann haben wir hier Violetta und Caio. Einmal Violetta.
Hier haben wir einmal Kayo beim Vortanzen. Und hier haben wir noch einmal Rocco. Dann machen wir weiter mit Rocco, Violetta, Leon, noch einmal Leon und noch einmal Leon und Rocco. Und hier haben wir wieder einen Glitzersticker. Hier haben wir jetzt erst einmal Kayo. Dann haben wir hier einmal Maria, die Mutter von Violetta. Den haben wir leider auch schon. Violetta, Kayo, Kayo und Violetta. Dann haben wir hier einmal Violetta und Hermann, Rocco und Eloisa, Violetta, Leon. Dann haben wir hier einmal Violetta und Miranda. Und hier fängt das Ganze auch wieder mit einem Glitzersticker an, mit Melanie und Leon. Den haben wir leider schon. Und hier haben wir einmal Isabella, den haben wir leider auch schon. Dann haben wir hier einmal Kayo und Violetta. Noch einmal Kayo und noch einmal Violetta. Bis jetzt hatten wir noch nicht so viel Glück, aber ich hoffe, dass wir wirklich dieses Mal die Box voll bekommen. Hier haben wir einmal Leon und Melanie. Dann haben wir hier einmal Violetta und Miranda. Hermann. Kayo und Violetta. Dann machen wir weiter mit Kayo und Violetta. Leon. Ludmila, einer Moderatorin, Violetta und Kayo. Dann machen wir direkt weiter mit einem Glitzersticker von Violetta. Dann haben wir hier einmal Leon, noch einmal Leon, Ludmila, Isabella, Violetta. Hier haben wir dann einmal Ludmila, Kayo, Isabella, Saul und Raoul, Violetta. Dann haben wir hier einmal Violetta am Klavier. Hier haben wir einmal Raoul, Saul, Miranda und Eloisa, Ludmila, Melanie und Leon, Violetta. Dann machen wir weiter mit Isabella, Hermann, Raoul, Saul und Rocco. Dann haben wir hier einmal Violetta und Miranda, Raoul und Saul. Dann haben wir hier wieder Kayo beim Vortanzen. Noch einmal Kayo, Violetta, Ludmila, Violetta mit dem Amulett. Hier glitzert es auch schon wieder. Hier haben wir einmal Hermann und Violetta. Noch einmal Hermann und Violetta, Violetta, Kayo und Isabella. Und glaubt es kaum, es ist das Sticker 59. Und ich würde sagen, damit haben wir unsere Sammlung komplett. Und wir haben sogar noch einiges übrig an Stickern. Ich würde sagen, die bewahre ich jetzt noch einmal auf und mal sehen, was ich damit machen werde. Falls ich irgendwann mal eine Verlosung mache, kann ich ja auch ein paar Stickerpackungen verlosen an euch. Und ich würde sagen, wir kleben jetzt den letzten Sticker in unser Stickerheft ein. Und dann gibt es auch schon bald das komplette Stickerheft. Da wollen wir jetzt aber nicht zu viel spoilern. Und ich suche hier einfach mal die Seite raus. Und das hier ist die Seite. Und ich habe schon gedacht, dass ich mir nochmal ein Box bekommen muss. So lange, wie ich auf diesen Sticker gewartet habe, beziehungsweise gesucht habe. Und somit ist unser Team Violettas Zukunft Sticker-Album komplett. Und demnächst versuche ich mal dann ein Video abzudrehen, wo ich euch das komplette Stickerheft zeige. Jetzt bleiben nur noch das Stickerheft aus der dritten Staffel zu komplett machen. Und ich glaube, dass von der zweiten Staffel, da fehlen auch noch welche. Ich bin mir jetzt aber nicht so 100% sicher. Auf jeden Fall haben wir endlich dieses Stickerheft hier komplett und ich freue mich so, dass es einfach so lange gedauert hat und so viel Sticker geöffnet und was weiß ich nicht. Aber ihr kennt es ja wahrscheinlich, wenn ihr auch so eine Stickerhefte habt und sammelt, egal was, da gibt es immer diesen einen Sticker. Und ich würde sagen, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen und das Video zu dem kompletten Stickerheft, vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren. Und dann würde ich auch schon wieder sagen, das war's mit diesem Video und bis zum nächsten Mal.